Wolltest du schon immer wissen, was Theodizee ist? Dann bist du hier genau richtig. Wenn man sich mit dem Thema Gott und Gerechtigkeit auseinandersetzt, kommt man nicht an das Wort Theodizee vorbei. Doch was genau ist dieses Theodizee? Nun ja, Theodizee setzt sich aus den altgriechischen Worten Theos und Dike zusammen. Übersetzt steht Theos für Gott und Dike für Recht, also zusammen Gerechtigkeit Gottes. Kurz gesagt kann man also sagen, Theodizee beschäftigt sich mit der Frage, ob Gott gerecht ist oder nicht. Denn warum genau sollte man Gott den Allmächtigen nennen, wenn er Leid zulässt? Zum Beispiel in Form von Krankheiten und Kriegen. Es gibt viele Menschen, die versucht haben, eine plausible Erklärung dafür zu finden. Eine der einfachsten Antworten ist hier: Gott ist gar nicht allmächtig und kann deshalb auch kein Leid verhindern. Denn würde er allmächtig sein, würde er schnell eingreifen und den Menschen helfen. Des Weiteren wäre da auch noch die Theorie, Gott sei allmächtig, aber böse. Und als letztes hätten wir noch die Theorie, dass Gott zwar allmächtig ist, aber nicht eingreifen darf. Gott versucht seit jeher ein Gleichgewicht zu bewahren. Würde er nur Gutes zulassen und das Leid ausradieren, wäre die Welt im Ungleichgewicht. Doch was genau lernen wir jetzt daraus? Die Frage, warum es Leid gibt, kann keiner beantworten. Letzten Endes müssen wir alle für uns selbst entscheiden, an was und wen wir glauben. Denn Beweise gibt es keine.